bei dem Wert. Ach ja, nee, komm, nehmen wir mit. So. Gespaltener Stab, Stufe 12. Oha! Verdammt, das war ein Fehler. So ein Cheat. Der kostet fast nichts und hat irgendwie... Ja, keine Verzauberung. Geflügelter Stab. Also das, was wir haben, ist schon längst nicht mehr das Maß der Dinge. Aber, boah, 189 ist natürlich auch ganz schön böse. Naja gut, lassen wir jetzt mal so. Und den brauchen wir gerade im Moment nicht mit uns rumtragen. Stufe 13 sind wir auch noch nicht. Wir sind jetzt erstmal Stufe 11. Ja, gut, dann würde ich sagen, machen wir uns mal zurück. Ab durchs Portal. Und es lädt. Sehr schön. Da sind wir wieder. Und da drüben sehen wir einen... Ho, können wir hier... Ach schön, wir können den von hier einfach mal auslöschen. Das ist... Hä? Ich liebe Fernkämpfer. Ist das schön. Da können wir hier direkt nochmal richtig austeilen. Geil. Und können hier so ein bisschen aufräumen da drüben. Zack. Und wenn wir dann gleich rüberkommen, ist da kein Gift mehr. Und alles ist cool. Fantastisch. Ach, hier wäre auch noch ein Händler gewesen. Aber ich glaube, der hatte gar nichts Interessantes weiter. Also nur diese Klutsteine, die man ihm abkaufen kann. Ja, so ein paar unspektakuläre Waffen und Rüstungen. Obwohl die sieht ja mal ganz nice aus eigentlich. 17, Feuerresistenz, Eis, Gift. Oh, ich glaube, die nehme ich. Die packe ich auch mal einfach noch ein. Hier, komm, du kriegst die. Die hat zwar irgendwie keinen Wert. Also es ist wie in allen Spielen, in allen so, man kriegt irgendwie nicht das, was es eigentlich wert wäre. Aber es gibt ja, es liegt ja auch noch genug Gold hier rum. Naja, oh, mal nicht so anspruchsvoll sein. Da ist wieder ein Hebel und wir wollen einfach mal gucken hier. Ein Heiltrank. Die Urne zerballern wir natürlich, ist klar. Das Geld, sag mal ein. Ach, den Hebel können wir nicht schalten. Wir packen das erstmal alles ein. Und dann gucken wir, was wir eigentlich eingepackt haben. Heiltränke, eine Rüstung. Dann identifizieren wir die mal. Nee, ist nix. Identifizieren wir das ganze Zeug mal schnell. Wir haben jetzt diesen Zauberspruch, den wir auch nicht wieder hergeben werden. So, das kann weg, das kann weg. Zwei Flammen, Kupferring, 1% erhöhte Erfahrung, 6 Feuerschaden. Nee, kann weg. 20 Gesundheit, nee, kann weg. Das kann sowieso weg. Das kann auch weg. Und der Elektrizitätsresistenz, nee, kann weg. Das kann weg, das kann auch weg. Sehr schön. So, weiter geht's. Und ich muss ja sagen, ich finde, wir kommen eigentlich ziemlich gut vorwärts hier. Hallo? Jetzt hier mal kommen. Ach so, na, identifizieren ist natürlich blöd. Der ist auch sinnlos. Ah, und ich merke so langsam, dass ich wirklich geschafft habe, vorsichtiger zu sein. Zack. Besonders cool finde ich so ein bisschen diese leichten Physikeffekte, also wenn hier dann so ein... Oh, jetzt haben die hier doch tatsächlich mein Alchemie-Golem hier vernichtet. Ich fasse es ja nicht. Ja, also was wollte ich sagen? Besonders cool finde ich so die kleinen Physikeffekte, wenn hier so die Gegner dann so runterfliegen und so. Das finde ich schon ziemlich gut gemacht. Nicht identifizierter Streitkolben. Ne, machen wir erstmal den da drüben noch weg. Und den auch noch. Zombie. Schrein der Heilung. Boah, heilen wir uns einfach mal. Zack. Oh, jetzt haben wir hier aber... Was läuft denn hier noch rum? Ah ja, Bella Rot. Ein nicht so netter.
Das heißt aber auch im Gegensatz, im Gegenzug, dass dieser Golem bis hierher gehalten hat. Das ist ja auch total krass. Das ist quasi ewig, ja, wenn man überlegt, durch was für Monsterhorden wir uns durchgebalgt haben. Letztes Mal schon in diesem, ja, in diesem Sonderlevel, was wir uns erkauft hatten, da waren ja endlos viele Spinnengegner und so. Das hat er alles einfach mitgemacht. Cool, verdammt cool. Ja, mein Gott, und jetzt ist mir eingefallen, ich habe vorhin einen Satz angefangen, den muss ich unbedingt noch zu Ende bringen, weil ich habe nämlich das Gefühl, dass die Level hier überhaupt nicht zufallsgeneriert sind. Ganz im Gegenteil. Dadurch, dass ich jetzt schon ein paar Minuten vorgespielt habe, mal mit diesem Barbarenkrieger, wie auch immer, kommt mir viel zu vieles hier einfach viel zu bekannt vor. Deswegen, nochmal die Bitte, wenn es einer weiß, schreibt's mal in die Kommentare. Mich würde es wirklich, wirklich interessieren. Sind die Level hier nun zufallsgeneriert oder nicht? Ja, wie gesagt, schreibt das mal in die Kommentare. Mich würde das echt interessieren. So, jetzt haben wir hier alles. Jetzt schicken wir ihn hier erstmal schön weg. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut sogar. Du Sau, verrottender Magier. Ach, wir haben wieder das Falsche. Mann, ich... Ach, das ist so das Problem. Wenn man so einen Zauber verwendet, dann liegt er irgendwie dann direkt auf der rechten Maustaste und wir haben eine Quest abgeschlossen. Na, laufen wir da mal durch. Habe ich da nicht irgendwie gerade gehört? Ach ja, sie haben eine Quest abgeschlossen, hat er gesagt. Ja, ich weiß doch. So, und wir... Ja, das ist gut. Wir haben eine Quest abgeschlossen. Da würde ich sagen, wir machen... Nee, ich glaube, das Level hier ist auch gleich zu Ende und da kommt gleich die nächste Ebene. Mir kommt das alles reichlich bekannt vor hier, deswegen verlasse ich mich jetzt einfach mal drauf, dass das auch so ist. Jetzt haben wir einen Hebel umgelegt. Noch ein Hebel. Das ist, glaube ich, ein Rätsel. Das ist, glaube ich, ein Rätsel. Und dieser Feuerschaden, den mein Tierchen da macht, ist ja nicht übel. Das muss man ja mal zugeben. Jetzt, wo ich es dann endlich mal geschafft habe, das auch zu sehen. Und ich glaube, wir kämen diesen... Ah, so war es richtig. Okay, also kleines Rätsel bestanden. Ja, aber die ist unspektakulär, die Falle. Ja, komm hier, das machen wir doch. Skelettritter, Skelettkrieger, wie auch immer, alles tot. Warum kann man ins Inventar gucken, was wir schon wieder eingesackt haben hier? Nichts Spektakuläres, nur so ein Zepter. Oh, ach ja, das ist dieser Todesglutstein. Ja, gut, das ist unwichtig. Nee, ich würde mal sagen, wir gucken jetzt einfach mal hier, dass wir bis zum nächsten Abstieg uns mal noch vorkämpfen. Und bevor wir da runtergehen, gehen wir mal zurück in die Stadt und schließen die Quest mit dem Todesklugstein ab. Einfach damit sich da nicht so sehr viel ansammelt. Hier haben wir noch einen Champion oder... Ja, weiß gar nicht, wie die hier heißen. Oh, diese verzaubert. Verzaubert sind die auch alle irgendwie. Was bist denn du für einer? Ein Schild. Schild bringt uns nichts. Wir haben auch ganz schön viel Leben mittlerweile, finde ich. Ja, das ist ja auch ziemlich cool. Halt, da hinten waren wir noch nicht. Nichts vergessen. Fest vorgenommen. Ein Vielzweckbeil. Ist auch gut.
Was macht man denn bitte mit einem Vielzweckbeil? Kann das irgendwas? Nö. Dann gleich weg damit, weg damit, weg damit. Gar nicht erst unser Inventar vollballern hier mit sinnlosen Dingen. Weg. Identifizieren, identifizieren, weg, weg. Und das umlegen, so. Und unser Pad auch weg, so. Na, jetzt müsste doch mal irgendwie hier das nächste Level kommen. Das gibt's doch gar nicht. Was bist du denn? Was bist du denn? Was? Wer bist du denn? Was gibt's denn hier noch? Kann man hier von hier oben eigentlich so? Nee, kann man nicht. Oh, schade. Na, dann machen wir so. Streiftreffer. Ach, da geht's runter. Na, siehst du, ich hab's doch gesagt. Und yeah! Iha! Oh, die kritischen Treffer, die gefallen mir besonders gut. Cool. Dann wollen wir sagen, das gönnen wir uns doch direkt mal hier. Dann legen wir nämlich... Jetzt will ich auch gerade mal gucken, wir brauchten doch irgendwie, für was brauchten wir denn hier, ich hab's nicht dabei, verdammt. Na, wir wollten ja eh zurück in die Stadt, dann würde ich sagen, wir verbinden das mal, also einmal die 0, da, hier unten, das sind die Schnelltasten, und ab in die Stadt mit uns. So, here we are. Wessen Quest haben wir jetzt gelöst? Wessen Quest haben wir jetzt gelöst? Deine haben wir gelöst, mein Freund. Ihr habt ihn gefunden. Das ist ja großartig. Aber irgendetwas ist seltsam daran. So dunkel irgendwie. Vielleicht ist das bei Todesglutstein ja normal. Aber ich fühle... im Inneren dieses Stücks minimale Spuren eines lebenden Geistes. Danke für die Suche danach. Und hier ist eure Belohnung, wie versprochen. Ach ja, hier haben wir wieder so eine Kartenschriftrolle und mit so einem verschollenen Dungeon und ein bisschen Ruhm und ein paar Erfahrungspunkte. Yeah, und wir sind irgendwie aufgestiegen. Was sind wir jetzt? Wir sind jetzt... aktuelle Ruhmstufe. Ja, ja, wie heißt das denn, was wir jetzt sind? Ach, wir werden respektiert. Ah, alles klar. Sehr schön. Dann gucken wir, was du noch hast. Ihr habt ja eine Glutsteinvene gesehen, die durch... Ach, habt ihr je, habt ihr je eine Glutsteinvene gesehen, die durch Wasser verläuft? Ich habe gelesen, dass dabei schimmernder Glutstein entstehen kann, aber ich habe so etwas noch nie selbst gesehen. Haltet bitte die Augen danach offen, in Ordnung? Ich werde während eurer Abwesenheit meine Forschungen fortsetzen. Logisch. Gibt auch wieder so eine Karte. Immer. Jawohl, wir gucken mal gerade ins Quest-Tagebuch. Da gibt es noch, finde die Bibliothek des Aufsehers Syl. Ja, okay. Suche nach Ruhm. Das ist Ebene 6. Und das ist irgendwie das mit diesem Glutstein. Wir gucken gerade mal hier. Und zwar die da. Die können wir doch anlegen jetzt. Erfordert Stufe 2. Warum haben wir die nicht angelegt? Weiß auch keiner. Zack, dran damit. Sehr hübsch. Erfordert Stufe 13. Das sind wir noch nicht. Und das erfordert Stärke 25. Und das, glaube ich, kriegen wir aber relativ problemlos jetzt hin. Wir nehmen die mal gerade hier. So. 25, das ist also... Na gut, dann legen wir halt mal hier noch... So, 3 auf. Damit haben wir noch 2 Punkte zu vergeben. Aber wir können dann auf alle Fälle diese Rüstung tragen. Also diese Handschuhe tragen. So, und mal gucken, ich würde sagen, wir könnten mal noch irgendwas wir werden mal noch auf alle Fälle noch einen Punkt in Magie investieren und dann machen wir auch noch einen in Verteidigung. Sicher ist sicher. Sehr hübsch. So, was haben wir denn hier noch? Was könnte man denn noch machen? Ich weiß nicht, wollen wir hier noch eins drauf leveln, weil mit 15 kommt ja dann schon hier diese Glutsteinlanze. Boah, der Elektroschaden ist aber auch ziemlich böse, den er austeilt, das muss man zugeben. Weil so richtig interessant wird es dann nämlich erst später wieder.